Join Eddie on his tour through Switzerland, the land of cheese. This autumn, over 300 cheesemakers, the best in their field, will meet up and compete for the title of Swiss champion. Meet Lillian, Theo, Nicholas, Menno and Johannes as they head off to the 12th Swiss Cheese Awards in Val de Bagna in Valais. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je me rends à Moellen pour rencontrer Johannes Eberle qui produit de la Lappenzell. Peut-être qu'on va percer le secret de la Lappenzell. Pas sûr. Venez avec moi. Appenzeller, probably one of the most famous semi-hard cheeses, is produced at 43 cheese dairies across eastern Switzerland. Hey, Eddie, wie geht's? Ciao, ça va? Ja, ça va bien. Kannst du fahren? Ja, ich würde gerne einen Käse schmieren, weißt du? Mit der Kräutersalz. Ah! Appenzeller Kräutersalz. Tu vas me dire le secret du Rütterkraut? Ja, ich sag da, ich würde es. Also, nein. Nein, ich würde es eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich weiss es selber nicht. Die Kräutersalz, die komme ich so über. Und effektiv, es wissen genau nur zwei Leute im Fall, wie das Geheimnis ist im Fall. Also, dem her, sorry, gell? Aber weißt du was? Wir gehen doch gleich auf in die Käse und ich zeige dir, wie wir den Appenzeller machen. Okay, volontiers. Prêt? Vous me suivez? Il va nous montrer la fabrication. Peut-être qu'on va découvrir le secret. Eddie's not about to give up that easily. The Moellen Cheese Dairy is a traditional family business. Father Hans also still works hard in production. Et il y a combien de générations qui fabriquent la Lappenzell ici? Ja, jetzt, also fünfte Generation. Will little Valerian take over one day? Johannes isn't worried. Und eben, wie gesagt, ob jetzt da ein Student wird oder ein Käser, ja, vielleicht wird er noch Milchproduzent, weil man weiß nie. Mal schauen. White Label, Gold Label, Purple Label. Appenzeller is available in a wide range of variations. Alors, Johannes, combien de sortes de Appenzeller tu produis ici? Weißt du was? Ich habe eine wunderbare Käseplatte vorbereitet, wo wir oben degustieren können. Okay. Vous avez entendu? Il a parlé de dégustation. Vous me suivez? Allons-y. Alors, Johannes, quel est le fromage que tu emmèneras au Swiss Cheese Award cette année? Ja, wir werden den Appenzeller Sürschau mitnehmen. Am besten kannst du da gerne mal probieren, dann ist schon was vorbereitet. On peut goûter? Ouais. Ah oui, il a de la pâte. C'est fameux, hein? Merci, merci. Mais dis-moi, il y a beaucoup d'assortiments, vous faites combien d'assortiments? Ouais, mais méga viel. Also, wir haben jetzt hier von mildwürzig bis extra würzig, edelwürzig und natürlich auch sehr feines Raclette haben wir. Appenzeller Raclette. Appenzell? Vous avez le droit de faire de la Raclette? Eddie is amazed and forgets all about the secret. Est-ce que c'est possible? On va goûter, hein? Ouais, also sicher. Normalement. Alors, Johannes, j'ai le plaisir de t'inviter officiellement au Swiss Cheese Award 2022. Ouais. En remettant le couteau des fromagers suisses. Oh, danke moi, merci. Et je te souhaite bonne chance. Merci, merci. Mais quant à nous, on se dit à bientôt au mois de septembre au Chable. Et maintenant, je veux goûter la raclette. Ja, mach mal. Et je vais mettre les points. Ja, und dazu nehmen wir noch einen guten Wein, gell? D'accord. Ok.